Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat die Idee der Europäischen Universität wieder aufleben lassen. In seiner Grundsatzrede zur Erneuerung Europas an der Universität Sorbonne betonte er, dass die Zukunft Europas ganz klar in der Bildung liegt. Und er proklamierte, bis 2024 mindestens 20 solcher europäischen Universitäten etablieren zu wollen. Wie genau so eine europäische Universität dann aussehen wird, wird erst gerade noch definiert. Die Grundidee ist allerdings, dass Studierende über einen längeren Zeitraum in mehreren europäischen Ländern studieren und leben, mehrere europäische Sprachen sprechen und natürlich neben dem eigentlichen Studium auch Inhalte über Europa, die Europäische Union, europäische Werte und kulturelle Vielfalt vermittelt bekommen. Dass die Europäische Universität keine Utopie bleiben muss, erleben wir an der ESCP Europe Business School tagtäglich. Unsere Studierenden absolvieren ihr Studium an mindestens zwei, oft an drei unserer unterschiedlichen Standorte in europäischen Metropolen, wie beispielsweise Berlin, Paris, London oder Warschau, und vertiefen hierbei auch ihre Kenntnisse in den verschiedensten Sprachen. Und das im Übrigen schon seit fast 200 Jahren, da bereits bei der Hochschulgründung das Erlangen und Beherrschen von mindestens drei Sprachen Pflicht war für den erfolgreichen Studienabschluss. An der ESCP Europe unterrichten wir einen europäischen Managementansatz, der auf Interkulturalität, Interdisziplinarität und gesellschaftsorientierter Betriebswirtschaft basiert, sowohl in unserem Bachelor als auch in unseren Masterstudiengängen. Europa und die EU hautnah erfahren unsere Studierenden beispielsweise des Master in Management Programms während der Start at Europe Veranstaltung. Ein dreitägiges Seminar im Brüsseler EU-Parlament, bei dem die Studierenden während einer Verhandlungssimulation an aktuellen Gesetzesvorlagen der EU arbeiten. Mit dem Konzept der Europäischen Universität verbinde ich vor allem die Chancen für Studierende, ihre interkulturelle Kompetenz weiterzuentwickeln. Wie kaum ein anderer Kontinent zeichnet Europa sich durch Diversität, kulturelle Vielfalt und lokaler Identität aus. Und diese Besonderheit und die damit verbundenen Herausforderungen erfahren unsere Studierenden täglich im Seminarraum, in Workshops und in gemeinsamen Projekten. Eine Vielzahl unterschiedlichster Nationalitäten treffen im Kurs zusammen und arbeiten in Teams gemeinsam an verschiedensten Aufgabenstellungen. Und hierbei erlernen sie natürlich mit kulturellen Unterschieden umzugehen, ein Gespür zu entwickeln für verschiedene Kontexte und erlangen eine sehr wichtige Kompetenz für ihre eigene, meist international ausgerichtete Karriere. Auch die momentanen Herausforderungen sind natürlich nicht zu unterschätzen. Es existiert beispielsweise noch kein europäisches Diplom, das Studierende einer europäischen Universität erhalten könnten. Bis jetzt gibt es Diplome nur auf nationaler Ebene. Auch bei der Unterrichtssprache stellt sich die Frage, auf Englisch oder in der Sprache des jeweiligen Landes. Und dann muss man sich natürlich auch einige Gedanken machen über die Finanzierung eines solchen Projektes. Letztlich würde sicherlich ein europäisches Diplom dazu beitragen, dass Studierende eine europäische Identität entwickeln, stärker noch als das bisher durch das Erasmus-Programm möglich ist. Außerdem hätte man Europa und Inhalte über die EU an europäischen Universitäten höchstwahrscheinlich im Kernprogramm, was natürlich zum Verständnis für Europa beitragen und dieses auch fördern würde. Ein weiterer Grund, warum man trotz der Herausforderungen definitiv für die Umsetzung von Emmanuel Macrons wiederbelebten Idee der Europäischen Universität arbeiten und durchaus auch kämpfen sollte.